Geeignete Eier findet man möglicherweise näher am Zuhause, als man glaubt. Näher am Zuhause, als man glaubt. Das ist ja der Wahnsinn. Oh, was machst du denn hier? Schnupp, schnupp. So, Eier, Eier, Eier. Und dann gehen wir jetzt einfach mal in dieses riesige Ei rein. So, mal gucken, was hier so los ist. Helgas Hühnerhütte. Gluck. Hallo, Gluck. Helga, die Henne. Hi, Helga. Ich schätze, hier passiert etwas Eigenartiges, oder? Gluck. Kluger Bär. Gluck. Finde das Spezialei. Gluck. Denn Helga wird brüten. Haben wir nicht mittlerweile Spezialeier? Gluck. Du hast keine Eier von Banjo, du haariger Blödmann. Was? Spiel das erste Spiel und such dir welche. Spiel das erste Spiel? Wie jetzt? Moment mal. Das ist jetzt Verarsche. Denn... Achso. Warum ist hier eine Trennplattform? Das verstehe ich nicht. Hä? Klug, du hast keine Eier von Banjo, du haariger Blödmann. Spiel das erste Spiel und such dir welche. Sie spielt jetzt auf die Stop-and-Swap-Eier an, oder? Die man normalerweise nach Durchspielen des ersten Teils bekommt, wenn man sie dann eben wieder sucht. Sprich nur mit Stinkebär und knochigem Vogel gleichzeitig, Klug. Warum kann man sich dann hier trennen? Vermutlich, weil es irgendwann hier ein Ei gibt oder irgendwie sowas, was Kazooie ausbrüten kann? Ich bin ein bisschen verwirrt, zugegebenermaßen. Dort oben? Kann man das? Nee, nicht wirklich. Warum bin ich jetzt verwirrt? Ganz einfach. Wenn wir mal in die Statistik gucken und die Fundsachen begutachten, die ich so mittlerweile gesammelt habe, dann sehen wir übrigens, dass ich immer noch die Hamburger und die Pommes mit mir herumschleppe, zusammen mit den Dublonen. Interessant. Darüber hinaus sehen wir aber... Warum schleppe ich noch ein Globo mit mir rum? Achso, weil wir Humba in der Grunte GmbH noch nicht Bescheid gesagt haben, ist klar. Mittlerweile könnte ich übrigens meinen leeren Honigwaben, glaube ich, wieder eintauschen. Wenn wir jetzt, also, im normalen Fundsachen-Menü nach rechts drücken, dann kommen wir hier in dieses Menü, Stop and Swap. Das hatte mich schon gewundert, als ich das per Zufall mal offscreen gefunden hatte, diesen Bildschirm. Dieses Stop and Swap Eier und der Eisschlüssel, das sind doch original die Sachen aus, aus Banjo-Kazooie. Und wenn wir hier gucken, Stop and Swap 2, das sind wiederum die Sachen, die ich hier im Spiel mittlerweile gefunden habe, nachdem ich die N64-Module massakriert habe. Jetzt... Ja. Ja. Das Schöne, oder beziehungsweise das Blöde ist jetzt nur, ich hätte ja gerne im ersten Banjo-Kazooie-Teil, also auf der Xbox 360, als ich mein Let's Play gemacht habe, ich hätte ja gerne die Eier und den Eisschlüssel eingesammelt. Aber mir wurde gesagt, das ist nicht mehr möglich, nachdem ich ja schon mal einen Spielstand hatte, bei dem ich das schon mal gesammelt hatte. Und das ist jetzt einfach nur scheiße. Vielleicht muss ich mich... Ich glaube, ich muss mich nochmal belesen hier, was Helga angeht. Also wie ich ihr gewisse eigenartige Geheimnisse entlocken kann. Also das weiß ich jetzt offen gesagt nicht so richtig, was ich irgendwie scheiße finde. Aber na gut, okay. Ja. Wie gesagt, da gucke ich mal, beziehungsweise muss ich nachlesen. Weiß ich nicht. Vielleicht kommen wir doch noch irgendwie an die ersten Stop-and-Swap-Eier oder so heran. Kein Schimmer. Gut, okay. Jetzt haben wir immer noch mehr oder weniger viel erreicht in diesem Part, aber gehört ja irgendwie auch dazu. Jetzt gehen wir jedenfalls erstmal zu Honigbini und sichern uns eine neue Honigwabe. Ich bin Honigbini. Ich tausche extra Energieeinheiten gegen leere Honigwaben. Du hast genug Honigwaben für eine extra Energieeinheit. Hooray! Willst du tauschen? Ja, gib her. Sicher, Süße. Dann wirf mir deinen Honigwaben her, großer Bär. Mal gucken, wie viele wir jetzt auch gleich verschleudern. Hier ist deine Extra-Energie. Schnupp, schnupp, schnupp. Boah, wir haben 7 Stück da verballert. Und jetzt brauchen wir als nächstes 9. Das heißt, naja gut, logisch. Alle von den übrigen Welten jetzt, ne? Also von Welt 6, Welt 7 und Welt 8. Da alle leeren Honigwaben einsammeln. Und dann können wir uns... die letzte Honigwabe sichern. Gut, okay.
Jetzt haben wir genug Schnickschnack gemacht. Jetzt können wir das eigentliche, ja, Kernziel dieser Aufnahme in Angriff nehmen. Und das nennt sich Grunty Industries oder Grunty GmbH. Interessante Frage ist jetzt natürlich, wo setzen wir wieder an? Beim letzten Mal, schlau wäre es eigentlich, wenn ich das, ja, wenn ich da ansetzen würde, so ungefähr, wo wir beim letzten Mal aufgehört hatten. Und das würde bedeuten, vierte Etage neben der, ja, wie man es nimmt, dritte Etage vor Mumbus Schädel. Bin ein bisschen überfordert. Davon mal abgesehen, müssen wir uns doch sowieso noch einmal zu Mumbo verwandeln, weil ich glaube, beim letzten Mal hatte ich etwas vollkommen vergessen. Als ich nämlich mit Mumbo unterwegs war, da standen wir vor dem Problem, dass ich mich schnell wieder, dass ich schnell wieder Banjo und Kazooie holen musste, um mir irgendwas zu holen oder so. Das war nämlich genau bei der Wandpresse, ja. Dann hatte ich mich einfach wieder in Bär und Vogel, geholt und hatte ich Mumbo wieder total vergessen. Aber in der zweiten Etage war ja, glaube ich, noch eine Plattform, die wir mit ihm aktivieren können. Jetzt müssen wir diese Plattform natürlich noch wieder finden. Zweite Etage. Zweite schlupsige Etage. So, das Sicherheitssystem ist immer noch aktiv. Das Sicherheitssystem findet uns total toll. Das finde ich schön für das Sicherheitssystem. Das Blöde ist jetzt nur, ich glaube, hier war das nicht, oder? War das wirklich zweite Etage? Doch, das war die zweite Etage. Aber das war, ach so, ja, das war der Hase, der oben steht. Das war nicht hier. War das zweite Etage? Das muss zweite Etage gewesen sein. Hoffe ich, denke ich. Wie groß war die zweite Etage? Ich habe keinen Schimmer. Du, wo komme ich denn hier hin? Gucken wir uns einfach mal um. Achso, das ist Wumbas Raum. Wenn ich hier weiter zurückgehe oder so. Was haben wir hier noch für Räume? Hier haben wir irgendeine Platte oder so, die ich, da muss ich von außen vielleicht mal ran, ich weiß nicht mehr. Second Floor, nee, das ist nur der Aufzug. Von dort sind wir, glaube ich, reingekommen. Dabei war ich mir relativ sicher, dass die zweite Etage ist. Oder was, die dritte Etage? Nee? Oder wir gehen mal kurz hier durch. Schnupp, schnupp, schnupp. Wo bin ich jetzt? Jetzt bin ich hier. Aber, achso, hier und dann hier rein vielleicht. Ah, genau, ja, das war der Raum. So, jetzt müsste nämlich, hoffentlich, irgendwo eine Plattform sein? Sensoren erfassen unzureichendes Gewicht zur Betätigung des Schalls. Ach so. Kann es sein, dass ich jetzt gerade ein bisschen, nee, doch nicht. Ohoho, interagieren. Ich hatte jetzt gerade Angst, ich wusste nicht, wo die Platte ist. Hoffen, das funktioniert. Elektromagnetimpuls für den Elektromagneten. Was auch immer das jetzt gleich bringt. Für den Elektromagneten. Magnetfehlfunktion. Selbstreparatur initiiert. Magnet ist in 90 Sekunden reaktiviert. Ach so. Okay, und jetzt muss ich mich wieder beeilen. Go, 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 go. Das bedeutet jetzt nämlich, was bedeutet das jetzt? Das bedeutet, dass ich ganz, ganz flott machen muss. Ich muss jetzt zunächst einmal zurück zu Mumbus Schädel. Ist ja zum Glück kein bisschen kompliziert oder so. Nein, kein bisschen. Ich muss zurück zu Mumbus Schädel. Ich muss Banjo und Kazooie holen. Und dann muss ich schnell zu Humba, um mich dort in das zu verwandeln, was diese Welt eben an Verwandlungsdingens zu bieten hat. Lass los. Und sobald ich mich verwandelt habe, muss ich dann in den Raum zurück, um dann mit einem höheren Gewicht den Schalter zu betätigen. Ja, weil wenn ich nämlich vorher versuchen würde, den Schalter zu betätigen, ich glaube, dann würde der Magnet eben dort herauskommen. Und der Magnet würde mich daran hindern, diesen Schalter zu betätigen. Ja, ich glaube, das macht Sinn. So. Woo, ja, ja, Globo, reinwerfen und so. Zauber fertig, springen in Wumba-Becken. Ja, ja, rein hier und schnupp, schnupp. Und zum Glück läuft die Zeit nicht weiter. Das finde ich sehr sozial für das Spiel, wenn ich das mal sagen darf. Okay, ja. Ach ja, übrigens, wir verwandeln uns in einer Waschmaschine. Wumba, das nennen Waschmaschine. Du betätigen linken Stick, um zu bewegen dich. Du schießen viel Unterwäsche, wenn du drücken LT oder RT. Ja, wir sind eine Waschmaschine.
eine Waschmaschine auf Rollen, wie ich gerade feststelle. Und diese Waschmaschine ist relativ schwer, was sehr gut ist. Ja. Wir sind eine Waschmaschine. Eine kleine Waschmaschine, die übrigens hüpfen kann. Boing, boing, boing. So, zack. Keller, Klimaanlage. Wofür ist das jetzt? Ach, um die Tür dort zu öffnen. Repair Depot. Interessant. Ach so, Moment, wie, wo, was? Warum läuft der Timer jetzt weiter? Oder... Nee, das dürfte jetzt egal sein, oder nicht? Das mit dem Timer dürfte verflucht egal sein, hoffe ich, denke ich. Ja, gut, okay, hat aufgehört, ist egal. Schnupp, 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 schnupp. Gut, alles klar. Hatte jetzt kurzzeitig Angst bekommen. Okay, ja. Unterwäscheangriff! Schnupp, schnupp, dreckige Unterhosen und so weiter und so fort. Wir werfen sie. Okay, können wir das jetzt mal noch ganz kurz zelebrieren? Wie gesagt, wir sind eine Waschmaschine. Ist in der Hinsicht auch ein bisschen speziell. Ein spezieller Banjo-Kazooie-Moment, wenn wir uns daran erinnern, dass es auch im ersten Teil möglich war, zumindest mit dem Trick, sich in eine Waschmaschine zu verwandeln. Und ja, auch das war da schon extrem witzig. Ja, und jetzt können wir uns eben hier in der Grundtee GmbH auch vollkommen regulär in eine Waschmaschine verwandeln. Und wer es noch nicht wusste, wird jetzt wahrscheinlich verstehen, was wir bei den Arbeitern machen können, die die ganze Zeit über ihre dreckigen Arbeitsklamotten, die beschweren sich die ganze Zeit über ihre dreckigen Arbeitsklamotten und was werden wir da jetzt wohl machen können? Ganz einfach, wir werden die Klamotten ziemlich sauber bekommen. Auch wenn ich das nicht so richtig verstehe, weil die Waschmaschine ist nicht angeschlossen. Woher will sie das Wasser bekommen? Das macht nicht so wirklich Sinn. Aber okay, wir sind eine Zauberwaschmaschine. Das wird schon irgendwie richtig sein, glaube ich. Zumindest so einigermaßen. Ich habe in meiner Wohnung nicht mal eine Waschmaschine. Ja. Ich gehe noch runter zum Fluss. Nein. Wir haben im Keller so einen Gemeinschaftswaschraum, was ich ziemlich blöd finde, offen gesagt, aber ich kann es in dem Moment nicht ändern. Ist in meiner Wohnung nicht anders möglich. Naja, mein Gott, was soll's. Ist so oft, naja, zwei, dreimal die Woche oder so muss man vielleicht mal waschen oder so und dann ist es schon wieder in Ordnung, aber trotzdem. So, dreimal wirklich wäre das höchste Gefühl. Mit Bettwäsche und allem drum und dran. Naja, was soll's. So, interessiert keine Sau, wie der hierigen Wäsche wäscht. Stattdessen, machen wir uns jetzt kurzzeitig Gedanken, wo der Eingang war. Nicht Workers Quarters? Wo gehe ich jetzt überhaupt hin, werden sich jetzt manche fragen. Natürlich dorthin, wo die Tür aufgegangen ist, weil das interessiert mich jetzt schon. So ein ganz, 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 ganz kleines bisschen. So, Klimaanlage. Darüber hinaus... Darüber hinaus denke ich mir so, vielleicht ist das Ding, hängt das hier ja doch mit dem Schalter zusammen, den wir im Kabelsalatraum zwischenzeitlich gefunden hatten. Keine Ahnung, ob ich richtig liege, aber Keller, Reparaturlager, Cheeto-Seite, aha, aber, oh, so unten geht's weiter? Also theoretisch könnte man hier runter... Das sind in dem Fall Eier. Das sieht so arena-mäßig aus. Ist dort unten ein Endgegner oder so? Ich glaube aber, es wäre eine gute Idee. Es wäre eine sehr gute Idee, wenn wir uns einfach mal trennen. Wenn wir uns einfach mal trennen. Wie müssen wir das denn machen? Banjo muss diesen Weg hier gehen, oder? Weil nur er kann sich an die Leiter dort klammern. Das wird für Kazooie blöd werden, auch wenn sie mittlerweile ja sehr hoch springen kann. Aber so hoch dann ja irgendwie doch nicht. Gut, das heißt, Kazooie muss oben auf dem Schalter stehen bleiben. Auf dem Schalter, wo das, ja, wo das Symbol eben für das Klimadingens eben zu sehen ist. Ich glaube, das könnte unter Umständen richtig sein. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber könnte. So, jetzt nur natürlich die noch interessantere Frage. Wie bekommen wir Kazooie in den dritten Stock, vierten Stock? Wo war denn das? Wo war denn der Schalter? War der in der vierten Etage? War in der vierten Etage das? Doch, das könnte in der vierten Etage gewesen sein. Glaube ich, hoffe ich, denke ich. Schnupp, 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 schnupp. Gehen wir mal kurz da hinten hin.